Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Bewegt-Mottig-Mal-Spiel, Zementente, und begrüße euch ja ganz recht herzlich zurück zur Achievement Hunt in Banished. Wir sind immer noch am Achievement Mountain Man, ja meine Herren. Aber wir sind auf bestem Wege, das Ganze auch fortzufüllen. Wir haben bereits quasi 25% des Achievements geschafft. Eigentlich sogar ein bisschen mehr, denn wenn man ja ehrlich ist, muss man ja die Bürgerzahl erstmal so hoch kriegen, wie sie ist. Und danach kann man erst tatsächlich sagen, dass das Achievement an sich ist 20 Jahre lang 50 Bürger am Leben halten. So, davon haben wir 25% geschafft, denn wir haben im Spring 6, ich weiß nicht, ob es Early oder Late Spring war, aber irgendwo im Spring des Jahres 6 haben wir 50 Bürger erreicht und sind seitdem sozusagen auf dem Weg, diese Achievements zu machen. Wir mussten aber die ersten 6 Jahre ja durchspielen und auf diese Bürgerzahl auch kommen in der Zeit, denn sonst hätte das ja auch nicht gemacht. Aber das ist natürlich so eine Art Voraussetzung für das Achievement. So, wir haben das letzte Mal weiter hier oben expandiert. Der Brunnen ist fertig. Das ist schön. Wir haben hier oben einen Brunnen gebaut. Ich gehe mal ran. Das ist der allererste Brunnen, den es in diesem Achievement gibt. Und auch wahrscheinlich einer der wenigen, die wir brauchen werden. Denn hier oben gibt es kein direktes Wasser. Und falls es hier oben mal brennt, will ich da einen Brunnen haben. So, und wir haben mittlerweile jetzt dann wieder ein paar Bilder über. Wir können mal 2 abziehen. Und wo gehen die hin? Einen Gatherer will ich noch einstellen. Das kann ich aber nur, wenn ich ihm da oben tatsächlich einen Job dafür gebe. Nämlich so und dann so. Und dann können wir mal überlegen. Was können wir noch gebrauchen? Brauchen wir überhaupt noch irgendwas? Ich würde spontan sagen, nö. Wir haben Late Spring. Ich mache mal ganz kurz Pause. Ganz kurz überlege ich für mich selbst. Nee, machen wir nicht. Okay. Ich war kurz am Überlegen, ob wir anfangen, hier die Hütten abzureißen und aus Steinhütten zu ersetzen. Das machen wir aber erst, wenn die nächsten 3 Steinhütten, also die hier unten und die 2, die hier oben noch geplant sind, fertig sind. Ja, da ist einer am Verhungern. Was? Wieso bist du am Verhungern, Kollege? Kollege Schnürschuh, das finde ich nicht in Ordnung. Du hast nicht zu hungern. Wir haben genug Nahrung da. Gucken wir mal. Wohnt hier unten? Okay. Das ist diese Geschichte, dass da noch irgendwie der Nahrungsweg nicht perfekt ist. Okay, ist nicht gestorben, hat sich satt gegessen. Puh, hatte Angst. Das ist die Geschichte, dass das nicht ganz ideal ist, weil hier hinten ja der Market ist und ich den ja nicht irgendwie anfeeden kann. Wie sieht das hier unten mit der Brücke aus? Da fehlen 7 Steine, die werden sie ja wohl noch irgendwo auftreiben können. Plopp, sage ich, da liegt einer noch was Neues dazu. Ja, ja. Hier unten haben wir noch ein bisschen einen neuen Laufweg geplant, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und zwar ist der hauptsächlich für diejenigen, welchen die hier unten wohnen, im Fischerdorf. Denn die holen sich ihre Nahrung derzeit teilweise aus diesem Storage-Barn, aber auch teilweise vom Marketplace. Und wenn sie zum Marketplace laufen, müssen sie momentan halt immer noch hier oben extra lang. Und ich spare ihnen jetzt ein bisschen Weg, indem sie nicht hier oben langlaufen, sondern hier unten lang können, sozusagen. Ist ein ganz kleiner Laufwegsersparnis Dingsbums, aber okay. 5 von 4 Bildern. Das bedeutet, noch irgendwas ist fertig geworden, aber es ist in Ordnung, dass wir einen zu viel haben. Nehme ich hin. Dann können notfalls irgendwelche Leute zu viel arbeiten. Oder beziehungsweise der baut am Weg. Ist mir auch recht. So, dieses Haus soll fertig und die Brücke soll fertig. Und dann sollen noch 2 Häuser oben fertig, denn dann kann ich eventuell noch einen letzten Jäger planen. Das wären so die letzten Sachen, die wir noch brauchen. Ich gucke derzeit mal in meine verschiedenen Bereiche hier und überlege, ob ich noch irgendwas anderes Schönes bauen kann. Ich brauche keine zweite Schule, das ist Quark. Ich brauche kein zweites Hospital, das ist auch Quark. Ich brauche nicht wirklich eine Town Hall, die ist zu teuer. Also die bringt viele tolle Features. Schaut dazu mein Let's Erklär Nummer 6, glaube ich, müsste es sein. Eine Chapel lohnt sich auch nicht, wenn ich mir angucke, was die kostet. Ein Graveyard haben wir. Nahrungsnachschub kriegen wir alles rein. Haben wir bis auf die Pasture alles. Hier haben wir auch alles, was wir brauchen an Ressourcenproduktion. Das heißt, wir haben keine Brauerei. Haben wir sinnvollen Nachschub an Brauereigütern? Ja, wir haben genug Nahrung. Wir könnten ein paar unserer Birnen zu Brauereigut verbraten. Das ist noch eine sinnvolle Idee. Schauen wir mal gerade, wie viele Birnen wir haben. 269. Wir produzieren jedes Jahr momentan 500 und 500, also so etwa 1000. Eine Birnenbrauerei könnten wir noch bauen. Schade. Ich will die Wälder so ungern abholzen. Was kostet eine Brauerei? Gucken wir mal rein. Eine Brauerei kostet 52 Holz, 12 Steine, 20 Eisen. Okay. Das ist natürlich viel Eisen, aber ich denke, eine Brauerei bauen wir noch. Das ist für meine Bürger eine ganz gute Sache, denke ich.
Also, wir bauen eine Brücke, zwei, drei Häuser und dann bauen wir noch eine Brauerei. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Nein, Quark. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Hier sehen wir, dass diese ganze Bande ignoriert, dass ich ihnen da unten... Okay, nee, ignoriert nicht, weil die Brücke noch nicht fertig ist. Aber die laufen nämlich... Das ist nämlich das, was ich gesehen habe. Die laufen immer von hier oben, von der Brücke, quer durch den Wald, um hier unten wieder hinzukommen, statt dass sie diesem Weg folgen. Und ich glaube, darum ist das sinnvoll, denen hier unten eine zweite Brücke zu bauen. Dann gehen sie vielleicht lieber über den Weg. Ich hoffe das. Denn Wege sind nun mal schneller als Querfeld eingehen. Na, wobei eben anscheinend ja nicht. Wenn sie in Querfeld eingehen, dann ist das natürlich alles Cheat. Was machen überhaupt so extrem viele Leute hier unten? Okay, wahrscheinlich Sachen hierher liefern. Na gut. Wir gucken mal den Fischern ein bisschen bei der Arbeit zu. Ich sehe was ganz Schockierendes, liebe Leute. Ich sehe was ganz, ganz Schockierendes. Oh mein Gott, schaut es euch an. Baumhermann. Baumeline ist tot. Irgendjemand hat den Tod von Baumeline zu verantworten. Können wir das gut finden? Baumhermann ist ganz alleine, muss sich mit einem Kind, das Baumeline ihm dagelassen hat. Baumeline Nummer 2. Muss sich Baumhermann darüber trösten, dass die Förster Baumeline... Oh mein Gott, wie traurig. Ja, das ist der Zyklus des Lebens, liebe Leute. Ne? Bäume kommen und gehen. Ich bin ein bisschen gerührt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich nicht doch noch... also ich meine, ja, ja, Tevin und so, wisst ihr alles. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich tatsächlich dann doch noch mich dazu hinreißen lasse, hier den Trading Post zu bauen. Umdrehen, bitte. Bitch, please. Okay, den müsste ich jetzt... Das habe ich natürlich da oben Kacke gemacht. Den müsste ich jetzt dann hier hinsetzen, aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Also er war hier oben, war der perfekt. Hier oben war der perfekt, aber da habe ich jetzt ja Hütten hingesetzt, deswegen kriege ich ihn da nicht mehr hin. Aber... Achso, hehehe. Aber ich denke, hier unten wäre es jetzt auch kein Weltuntergang, wenn ich ihn da hinsetzen würde. Nur, ich frage mich halt tatsächlich allen Ernstes, ob ich den brauche. Ich wüsste einfach nicht, wofür. Ich weiß nicht, was ich mir da eintrainen soll. Ich meine, ich könnte versuchen, mir da Steine und Kohle und sowas einzutrainen. Das wäre natürlich nett. Und würde meinen Nachschub ein bisschen sicherstellen. Aber, naja, muss nicht. Mein Eisen ist low. Ja, das ist natürlich besonders hilfreich, wenn ich eine Taverne bauen will, die 20 davon verschlingt, ne? So, die Brücke ist fertig. Das bedeutet, es sind wieder Bilder frei geworden. Das bedeutet, wir können hier oben weiterbauen. Lalalala, weiterbauen, weiterbauen. Nimm ich das hier, zack. Da kommen dann die Auswanderer hin, die nicht mehr in der Stadt wohnen wollen. So. Und was macht diese Hütte eigentlich? Nicht fertig werden. Gut, gut, gut. Nicht fertig werden. Leute, hier unten liegt Eisen. Da, auf dem Stockpile. 2 Stück. Die könnt ihr da hinbringen. Dann sind da nämlich schon 8 von 10. Und ihr wollt doch neue Nachbarn haben. Scheinbar ja nicht. Ihr seht, hier wohnen mittlerweile halt schon 2 Miner. Und hier wohnen Gatherer, Forester und so weiter. Das ganze Waldvolk. Hier wohnt auch das ganze Waldvolk. Und weil ich nämlich diese Mine gebaut habe und hier nochmal neue Arbeiter hingehen, ziehen die hier alle her. Und deswegen sind die Fischer wieder weggezogen. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, dass die blöden Fischer wieder wegziehen. Denn dann werden sie wieder ineffektiver. Sehen wir, vorletztes Jahr hatten sie hier 1200, jetzt haben sie wieder nur 600. Das ist Cheat. Cheat ist das. Aber naja, wir gucken mal. Was ist denn hier unter der Brücke los? Sitzt da ein Typ, der mir eine Flasche geben will? Nee, okay, es sah nur so aus. Habe ich mir das eingebildet oder war da gerade irgendjemand? Es sah von mir oder von hier oben sah das so aus, als würde da jemand unter der Brücke lang gehen. Aber meine Theorie scheint aufzugehen. Wir sehen, die Leute laufen jetzt hier unten lang. Zur Fischersiedlung wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal, verfolgen wir die Dame mal ein bisschen. Das ist meiner, jawohl. Die läuft jetzt tatsächlich diesen neu angelegten Weg. Das habe ich schön gemacht. Hat sie sich auch gedacht. Mensch, das hat er schön gemacht. Der Ente. Der Ente. Na gut, okay. Hier biegt sie dann irgendwie früher ab, aber da kann ich keinen Weg hinbauen. Das tut mir leid. Da kann ich nicht ändern. So. Status hier oben. Nicht so spannend. Status hier unten. Aha, immerhin schon mal ne Grundmauerwerk. Fundamente gelegt. Gut. Dum, 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 dum. Da sind sie fleißig, das ist gut. Hier sind sie auch fleißig, ist auch gut. Und hier sind sie auch schon wieder fleißig. Wir haben 3400 Nahrung im Lager und sie fangen an, Ernte einzufahren. Das heißt, also nahrungsmäßig müssen wir uns echt keine Sorgen machen, glaube ich. Auch auf lange Frist nicht mehr. Also lange Sicht nicht mehr. Wenn wir hier oben die beiden Hütten noch bauen,
wird zwar noch mal ein bisschen Nahrung mehr rausgehen und hier unten die Hütte, die wird auch noch mal ein bisschen Nahrung kosten, also dadurch, dass die Leute natürlich was essen wollen, aber wir haben so einen Nachschub, das reicht dicke, um unsere maximal, also was ist nicht maximal, also ich werde nicht eine Geburtenkontrolle einführen, aber wenn wir so um die 70 Bürger haben. Ich kann ja mal meinen Nahrungsnachschub im Jahr kontrollieren, ne? Das können wir mal wieder machen. Letztes Jahr hier, 778, hier waren es zusammen 1000, ne? 500 und 500, genau, 1000, 1700, 1000, 2200, 2900, 3400, das ist wieder so kompliziert, 3400, 4400, 5400, ganz grob, 6200, 6200, 6500, 6700, 6900, 7300 sowas. Und dann kommt da noch der Fischer drauf. Das heißt, wir haben so ungefähr, ja, sagen wir mal, wir haben ungefähr 8000 Nahrungseinheiten, die wir jedes Jahr produzieren. Und maximal verbrauchen tun wir derzeit 6600. Das heißt, alles ist gut. Meine Leute sind mittlerweile sehr gesund und sehr, 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 sehr glücklich. Gesünder als 4,5 Herzen kriegt man sie, glaube ich, auch nicht. Da kann man sich noch so sehr anstrengen. Ob man sie glücklicher als 4,5 Sterne kriegt, das weiß ich nicht. Dafür habe ich noch nicht genug Tavernen gebaut in diesem Spiel. Aber ich denke, ich könnte halt noch eine Kirche bauen, ich könnte noch eine Taverne bauen, dann würden sie alle noch ein bisschen glücklicher. Aber ich denke, so mega viel, dass das den letzten halben Stern dann auch noch füllt, weiß ich nicht, ob es das bringt. Der Witz ist, ich habe 4,5 Sterne an Glücklichkeit und wenn ich jetzt mal meine Bevölkerung durchklicken würde, ah, der ist mir gerade entkommen, wie weit ist er hier? Das dauert noch ein bisschen, okay. Wenn ich meine Bevölkerung durchklicken würde, würde ich bestimmt auch Leute finden, die nur einen halben Stern oder so haben. Das gibt es irgendwie immer. Ich kann ja mal meine Farmer durchklicken. 5, 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
und dann irgendwie so ein Laborer oder ein Builder oder irgendwas. Wir brauchen definitiv hier unten noch eine Hütte. Denn die Fischer sind unglücklich. Und wenn die Fischer unglücklich sind, dann kann es nicht gut sein. So, hier bringen sie alle fleißig Sachen hin. Die wollen ihre Taverne fertig haben, ne? Das ist wieder typisch. Saufen ohne Ende, das ist wichtig. Hier die Birnenbäume, die wachsen wieder nach. Haben noch ein bisschen Yield, macht mal hin, Jungs. Wollen wir abgeerntet haben. Ist denn schon? Ja, es ist schon Herbst, okay. Hauptproblem wird hier sein, an die 20 Eisen ranzukommen. Zu diesem Zwecke, blip, blip, beauftragen wir nochmal zwei Miner. Er hat auch schon wieder kein Eisen mehr, ist schon wieder traurig. Wie viele Tools haben wir? 37, ist gut, geht aus. Geht aus. Geht sich aus. Liebe Ente, sprich ganze Sätze und nicht irgendwelche Bruchstücke, dann wissen deine Zuschauer auch, was du von ihnen willst. So. Ja, ja, alles gut. Hier wird noch gebaut und fleißig gemacht. Hier wird auch gebaut und fleißig gemacht. Das Ding hier unten hat für mich Priorität. Danach können die Häuser fertig. So. 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 Die Sache mit dem Prioritätending da unten wird sein, die werden trotzdem das Teil hier oben zuerst fertig bauen, denn hier sind die Ressourcen halt schon da. Das haben wir ja auch im letzten Erklär schon mal gehabt. Oh, da sehe ich was Spannendes. Guckt mal hier. Da ist Gazeroth hat. Und auch diese ganzen Felder, ich muss da mal ganz schnell was gegen unternehmen, so. Die haben das... Was? Okay. Ist aber gleich zu Hause, ne? Ja, alles gut. Also, die haben ihr Food-Limit erreicht. Ich habe 7500 Nahrung eingelagert. Das heißt, ich bin am Food-Limit, Leute. Ich bin am Food-Limit. Wir können unsere Leute mehr als gut ernähren. Und der Herbalist hier oben ist ein Dovi, dass der sich überarbeitet und länger arbeitet, als er bis, also dass er während der Arbeit Hunger kriegt und mir noch, so, noch einen Schock einjagt, dass er am Verhungern ist. Das ist auch nicht in Ordnung. So. Das soll es aber für diese Folge gewesen sein. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß an dieser ganzen Geschichte hier. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ich mich freue, dann kann ich euch auch in der nächsten Folge wieder erfreuen mit Let's Achievement Hunt in Banished. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.